Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge von Let's Play Dune. Ja, es ist eine Sicherheitsspeicherung, habe ich gemacht. Und es wird jetzt wirklich super spannend. Wir gehen jetzt aufs Ganze in Anführungsstrichen und greifen an. So, Truppe wegen. Zack. Müssen wir schnell sein. Truppe wegen. Zack. Truppe wegen. Zack. Truppe wegen. Zack. Ja, das ist schöne Akkordarbeit jetzt. Aber wir müssen die mal total überrennen, die Kollegen da. Truppe wegen. Und zack. Alles klar. Alle Mann dran. Und wir werden mal hinfliegen. Jetzt zeige ich euch auch mal, wie so eine wie so eine Schlacht aussieht. Ist auch vielleicht nicht so unbedingt berauschend, aber wenn man schon mal so ein vollständiges Let's Play macht, dann sollte man. Vorsicht, wir kommen nun hier. Ziel ändern. Oh, schnell weg. Na sowas. Die kenne ich auch noch nicht, die Warnung. Also sonst. Sonst konnte man immer direkt da anfliegen, oder? Muss man mit dem Sandwurm dahin? Ich gucke nochmal eben auf die Karte. Ich interview mal kurz die Truppen, wie es so aussieht. Chani ist hier. Sind beeindruckend. Ah, oh, das sieht schon ja. Eieiei, das sieht ja schon wieder richtig übel aus. Müssen wir vielleicht mit noch mehr angreifen? Ey, die dezimieren hier unsere Truppen. Das ist der helle Wahnsinn. Aha. Ja, die mit den Modulen scheinen es noch ein bisschen rausreißen zu können. Die sind schon weg vom Fenster. Oh, das ist doch wirklich zum Mäusemelken. Die haben nur Messer gehabt? Die haben nur Messer gehabt? Wir verkacken das. Scheiße. Wir verkacken das ja schon wieder. Also ich bin wirklich gefrustet. Muss man ganz ehrlich so sagen. Wir müssen noch einen Trupp mehr nehmen. Und der muss auch Module haben. Und dieses Messerkacke da, das müssen wir auch abstellen. Oh, ich werde jetzt mal nochmal von Siege zu Siege fliegen, aber ich sehe mich schon neu laden. Wie können wir denn so failen, verdammt? Ich bin schockiert. Guck mal, alle gefangen genommen. Bis auf der eine hier und der wird wahrscheinlich gleich auch 40 Mann, der ist quasi. Och Menno. Ja gut. Leute, da kann man nichts machen. Zumindest vorerst. Wir kaufen uns die Knaben hier schon alle. Aber ich werde jetzt kurz die Aufnahme unterbrechen. Wieder laden und weitere Truppen runterziehen. Hat ja keinen Sinn. Anders. Und ja, tut mir echt leid, dass ihr euch das jetzt mit antun musstet. Aber so ist es nun mal, ne? Also, nächstes Mal greifen wir mit 7 an. Und ich werde nochmal mehr Geld für Ausrüstung ausgeben. Das steht schon mal ganz fest. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem winzigen Augenblick wieder. Bis gleich.
Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Zurück am Anfang. Den Angriff werden wir natürlich jetzt logischerweise nicht starten. Ich werde nach oben nochmal bei Gurney's Bootcamp gucken. Wir brauchen auf jeden Fall schlagkräftige Modulleute, so nenne ich die jetzt einfach mal. Und die werden wir uns von hier oben nochmal besorgen. Oder nochmal, ach nein, das war der Gümmeltrupp. Ich bin so gefrustet. Also ich habe echt wirklich gedacht, diesmal reißen wir es richtig raus. Diesmal hauen wir sie richtig zusammen. Nein. Gut, den auf den Weg. Als nächstes. Genau, das ist kein Tipp gewesen, das habe ich mir jetzt selber überlegt. Ich nenne das mal Truppentausch, das ist so ähnlich wie Frauentausch, nur ohne RTL 2. Ich werde das so machen. Hier zum Beispiel, das ist so ein Gümmeltrupp. Sag ich mal, ne? Da, oh ne, auch ja, nicht unbedingt. Aber das hier ist ein Gümmeltrupp. Sag ich mal. 760 Mann. Und das hier ist ein Trupp. 1300 Mann. Die hören jetzt auf zu arbeiten, werden Militärs, lassen sich bei Gurney ausbilden und die gehen jetzt hoch Spice sammeln. Damit haben wir 9300 eine Ausbildung und haben wieder frische Leute. So habe ich mir das überlegt. Und das machen wir mit allen Spice-Erntekameraden durch. Die kleinen Trupps ernten jetzt Spice und die großen werden jetzt Kämpfer. So, Truppe wegen. Ab nach Gurney's Bootcamp. Und ihr? Vielleicht gucken wir, ob wir noch einen kleineren hier haben in der Nähe. 760. 1200. 720. Ausrüstung verändern. Den nehmen wir die Christmesse ab. Fertig. Truppenaufgabe ändern. Gewürzer. Truppe wegen. Dahin. Und so machen wir das jetzt. So, und hier unten habe ich ja gerade gesehen, da meiner Chani-Kampftruppe, da waren ja noch Leute mit Messer dabei. Das geht auch gar nicht. Das ist die totale Oberverschwendung von Leuten. Messermodule, okay. Das können wir lassen. Messerpistole-Module oder Lasergewehr. Habe ich mich etwa verguckt? Ich habe mich doch nicht verguckt. Da. Das geht gar nicht. Und ich habe hier vorne so ein Dörfchen wieder gesehen. Da fliegen wir hin. Also da müssen wir wenigstens entweder Module oder Gewehre besorgen. Wie ich bezahle meine Rechnung. Wie? Ach du Kacke. Fliegen wir mal eben zum Palast, bezahlen wir ein paar Rechnungen. Das geht ja gar nicht. Oh Mann, was für eine Folge. Was für eine Folge, Leute. Oh, und auch noch eine Vision. Ja, komm, jetzt kommen sie alle. Wer wird angegriffen? Wer wird gefressen? Oh, nee, jetzt greifen die doch noch Bledantemin an. Unglaublich.
gucken wir mal. Genau, Gurney's Bootcamp. Mann, du. Oh, diese Shani-Geschichte, die kostet uns echt so viel Zeit, so viel Leute, so viel Power. Das ist unglaublich. Wirklich. Ausrüstung gibt es da noch keine. Boah. Also so langsam lassen wir wirklich federn. Naja, gut. Ich beende erstmal wieder diesen Part. Ein bisschen frustrierter als sonst, aber wir müssen das Ruder noch irgendwie jetzt rumreißen. Ne? Sonst klauen die uns hier einen Siege nach dem anderen weg. Ne? Aber wir besorgen jetzt erstmal Waffen, wir zahlen jetzt die Rechnung und dann gucken wir mal, wie wir das alles jetzt gebacken kriegen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Dune. Erfolgreicher. Tschüss.